Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Crazy. Hättest du nicht irgendwie mal was ansagen können? Nö. Ich war gerade so gut am Zählen auf einmal. Ja, herzlich willkommen. Ja, hi. Hast du gerade ernsthaft abgekauft, dass wir in der Aufnahme sind? Ich glaub's. Weil ich mir bei dir schon lang nicht mehr sicher bin und dir nicht mehr alles glaube. Ja, sei du mal in deinen Glauben. Gut, ich baue aber schon mal hier so ein bisschen die. Wow, ich wollte gerade eine Spitzhacke machen mit zwei Holzblöcken und drei Eisen. Also, ich bin ein richtig guter Minecraft-Let's Player. Also, ich habe es schon mindestens dreimal durchgespielt, bis zum ersten Holzblock. Oh, dieser Song ist so geil. Oh. Gut, dass wir nicht in der Aufnahme sind. Da kann ich mal ganz schnell generell den Browser stumm machen. Musik angemacht. Hä? Hat er gerade etwa Musik angemacht? Nee, aber der Grund hat in die Gruppe geschrieben. Viele Nachrichten habe ich. In vier Chats. Okay, bist du bereit? Ja. Gut, dann geht's los in 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Crazy. Hallo. Was ist? Also, ich kann dir mal kurz ein bisschen über mich erzählen. Und eine kleine Wette, die ich mit einem Kumpel habe. Und Oh. zwar habe ich aufgehört zu rauchen. Oh. Das ist ganz spontan entstanden. Also, ich weiß selber nicht, wie es dazu kam. Und da hat ein Freund von mir gesagt, ja, okay, wenn du jetzt aufhörst, dann höre ich, wenn du eine Woche durchhältst, dann höre ich auch auf. Dann habe ich dem Wow. heute so geschrieben, nicht vergessen, na, morgen musst du aufhören zu rauchen. Er so, ja, okay. Da habe ich so aus Spaß noch geschrieben, ja, die Wetten stehen für dich nicht besonders gut. Weil wir haben dann nicht im Hintergrund schon angefangen, Wetten zu schließen, wie lange er durchhält. Also die kleinste Wette liegt bei 10 Minuten. Die größte bei einem Tag. Ganz ehrlich, ich weiß, dass gegen das Rauchen richtig gut hilft. Also bei mir hilft ziemlich viel Studentenfutter. Weißt du was? Wir machen einfach auch teilweise sogar zwei, die haben bei uns auch geraucht, aber auch aufgehört haben. Die haben sich einen E-Shisha geholt. Ja, ich habe eine Shisha. Also Ja, damit gut. lässt sich's auch wunderbar durchhalten, außer man raucht das halt wirklich jeden Tag. Ist nur schlecht für die Lunge. Shisha? Nein, Shisha ist doch nicht schlecht. Nein. Auch Also, ja, das ist schlecht. Hab ich gehört. Hab's noch nie gemacht, bin stolz drauf. ich Naja, stolz drauf. einzige, was ich geraucht hatte, wir haben Sandwiches gegessen. Was Die lecker. Sandwich. Ja, war sehr lecker. Sehr entspannter Sandwich. Naja, die Sandwiches halt. Sandwich. Ob dir das jemand abkauft, ne? Hä? Ob dir das hier, als ob dir jemand das abkauft. Dass ich Sandwich esse, oder? Ja. Das ist ja sogar mein voller Ernst, ne? Das ist jetzt kein Witz. Irgendwie muss ich Dauer grinsen, ne? Das ist sogar wirklich mal kein Witz, ne? Okay. Ja, Teneriffa. Das ist okay, ich erzähl dir das lieber richtig nach der Aufnahme. Gute Idee. Aber ganz ehrlich, ich weiß, dass ich einfach nur mittlerweile scheiße finde. Was? Ich bin ja jetzt, also jetzt mehr auf dem Flug, ne? Hm? So ein 4-Stunden-Flug nach Teneriffa. Was meinst du, was gibt's da zu essen? Nichts. Ja, doch, es gibt schon was. Ich habe keine Ahnung. Also konnten wir uns entscheiden zwischen einer Laugenstange oder einem Rosinenbrötchen. Schafft. Also ganz ehrlich, die zwingen einen auf, um was mitzunehmen. Sorry.
ich kann mich noch erinnern, damals, als ich klein war, ja, diese Zeit gab es auch. Also jetzt nicht das, ich meine jetzt nicht diese Zeit mit, geistig klein bin ich ja immer noch, ich meine jetzt körperlich klein. Ja. Ey, glaubst du nicht, aber damals war ich ein kleiner Schrumpf. Hä? Ja. Kann ich gar nicht glauben. Kann ich doch nicht glauben. Ja, die Zeit gab es aber wirklich mal. Ah ja, Christian, bevor ich das vergesse. Wahrscheinlich sieht es danach aus, dass ich im Juni mal eine Woche sturmfrei habe. Da fliegen meine Eltern in Urlaub. Also wenn du Bock hast, kannst du dann runterkommen. Im Juni? Jo. Muss ich schauen, ob ich das mit wirklich Kleingeld habe. Ja, schauen wir mal. Aber ich denke mal, es sollte nichts schief laufen. Scheiße, was macht der da? Was macht der? Alter, Proppel! Oh oh! 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 Weltrekord verhauen! Er ist gestorben. Er ist gerade zum ersten Mal gestorben. Lol. Er hat gerade 2 Stunden dauerhaft geschafft, den Wand aufrecht zu halten. Er ist gerade bei dem schlechtesten Charakter gestorben. Soll's geben. Alter. Aber ganz ehrlich, er hat es mit dem Charakter geschafft, der mit einer Berührung tot ist. Komm schon, Bahnchen, andere Spiele ist es sogar noch heftiger. Boschi? Ja? Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, googelt mal das Spiel I Wanna Be The Boschi. Oder einfach mal bei YouTube. Tu das nichts. Also das Spiel hat geile Musik, es ist eine geile Idee, aber es ist ein Krampf. Ich habe es einmal gespielt, danach habe ich mal eine Runde Dark Souls zur Entspannung gespielt. Wobei ich mich immer noch kaputt lachen muss. Das Spiel ist aber geil gemacht, ne? Ja. Was war das? Bei mir? Ja. War ein Vogel. Mein Fenster ist offen. Das hat sich extrem komisch angehört. Es tut mir leid, mit gescheitem Mikro hört sich alles wenn komisch an. Wobei ich sogar momentan überlegen bin, ob ich mir bald mal ein neues Mikro holen soll. Das kannst du natürlich tun. Ja. Okay, hier kann ich noch eins nach oben gehen, sehr schön. Ich hab versucht, echt so schön wie möglich zu bauen, aber ich und schön bauen, das funktioniert einfach manchmal nicht. Ja, wer weiß auch, wie das geht. Wir bauen uns hin, Street Digger macht's schön. Ja. Nee, das kriegen wir schon schön gebaut. Das sollte nicht so sein. Hehehe. Geht das überhaupt hier? Schwarz schön bauen? Nein. Ich hoffe mal, das geht. Ich habe jetzt auch eine Idee, wie ich hier die Decke mache. Ich habe jetzt auch auf Teneriffa eine neue Lieblingsfrucht gefunden. Okay. Was meinst du? Mir fällt nichts ein. Papaya. Echt jetzt? Ja. Die schmeckt mega geil. Oh ja. Und zwar gab es da jetzt im Hotel Edelstein, also Hotel Jams. Deswegen auch eben die Begrüßung so. Was war das denn jetzt? Diese leichte Veranlagung, mir eins in die Fresse zu hauen, sobald ich dich das nächste Mal sehe. Ja, Juni. Ja. Auf jeden Fall das Buffet da, das war gigantisch. Also ein aber Buffet hätte ich jetzt auch gerne. Das fällt mir ja dann. Ne, das muss ich ja wegmachen. Fuck. Ja, das muss ja noch hier weg. Das soll ja alles symmetrisch sein. Also alles symmetrisch, propetrisch, bla bla bla. Hast du eigentlich schon hier diese Nachrichten gehört mit Gronkh und Pandoria? Nö, ich lese aber. Ich sehe aber nur die ganze Zeit auf YouTube irgendwas. Ja, die beiden sind ein paar, seit 3 Jahren.
Deswegen! Ich dachte mir schon so. Hä? War das nicht schon immer so? Hä? Oder ist das halt neu so? Keine Ahnung. Das haben die erst vor kurzem bekannt gegeben. Und zwar, Gronkh hatte ja vor kurzem Geburtstag gehabt. Ja, Geburtstag das heißt? Funktioniert. Was? Muss ich dann gleich zeigen. Ich habe die beste Spinnenfarm ever gerade gebaut. Okay. Ja, was? Du wolltest was erzählen, ja? Ja, jetzt hat's mich neugierig gemacht. Auf jeden Fall, Gronkh hatte vor kurzem Geburtstag gehabt und, mitten im Livestream kam anscheinend Pandoria vorbei und hat ihm schon Kuchen gebracht. Weil da waren einfach nur so verwandelt, hä, wieso sind die da, bla bla bla. Ja, meinte er noch, ja, wir sind seit 2 Jahren ein Paar. Ja, 3 Jahre. Und keiner hat's gecheckt. Ja, voll viele hatten es als erstes als Scherz gedacht, aber es ist ja wirklich so. Okay, jetzt von der anderen Seite. Aber da ist 11 Minuten für einen Gang, neuer Rekord. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles klar. Aber ganz ehrlich, ich frage mich heute noch, wie? Wie können die ein Paar sein? Ich finde, das ist das. Also, ich weiß nicht. Ich finde, es ist ein komisches Pärchen. Es gibt viele komische Pärchen. Also sorry, aber ganz ehrlich, man muss ja sagen, Pandoria sieht schon nicht schlecht aus, ne? Aber Gronkh mit seinem Bart. Vergiss mal den Bart, die Wampe. Ey, jetzt mal im Ernst. Da frage ich mich bis heute. Wie kann eine Frau so eine Wampe stehen? Frag mal deine Wampe. Ey, ich habe abgenommen. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Und außerdem, für meine Größe ist das Gewicht normal. Okay. Wenn du mal in 2 Meter Riesen, der unter 100 Kilo ist, das wirst du nicht schaffen. Ich weiß nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Okay. Okay, können wir jetzt langsam in die Aufnahme gehen? Wie, was war's noch so? Wir waren immer noch nicht in der Aufnahme, ne? Ernsthaft? Ne, ich weiß, wir waren schon beim ersten Mal in der Aufnahme. Genau deswegen hasse ich ihn manchmal so sehr. Ach, langsam ist... Verreck. Nee, noch nicht. Oh, schon noch 10 Steps. Slaps. Weißt du, was ich immer genial finde? Was du so doof bist von Minecraft? Ja, das auch. Ach, nee, ich gut. Manchmal hier diese Sprüche, die einfach komplett direkt ins Englische übersetzt werden. Also du bist doch verdammt auf dem Holzweg. You're heavy on the woodway. Ich finde die manchmal zu genial, diese Sprüche. Sie sind genial, aber sie tun mir Kopf weh. Holla the Wood Fairy! Also da habe ich mich einfach nur pissig gedacht, als ich das gehört habe. Vielleicht irgendwo Wasser? Wieso? Ich finde hier unten kein Wasser. Lol. Beziehungsweise ich habe eine Wasserquelle und ich brauche noch eine zweite. Musst du mal kurz hoch, ne? Ah, ne, ich weiß schon, wo ich die Amter herbekomme. Oder so. Ja, keine, machen wir gerade. Kohle haben wir ja noch genug, ne? Ich hab noch 20 Kohleblöcke. Ja, gut, ne? Ganz ehrlich, ich hab hier unten keine Kohle mehr abgebaut, weil wir schon davon zu viel haben. Ja, gut, Kohle kann man nie zu viel haben. Ja. Ich werde auch wieder anfangen, eine Art zu bauen. Wollten wir mal wegen weniger haben. Ich schätze mal, wenn ich später auch den Raum für das Lager fertig habe, werde ich auch mal wieder anfangen, farmen zu gehen, ne?
Ja, wird bei mir auch die extreme Farming-Zeit beginnen. Sobald wir einen Gegner haben mit Haste, dann wird's schlimm. Scheiße. Ich muss neues Eichelholz holen. War die Aussprache von Eichelholz Absicht? Christian, du kennst mich. Ja, Spaß. Was ich aber auch genial finde, sind hier momentan. Also, ich bin irgendwie komischerweise komplett im Speed von Fieber momentan. Ich habe auch mal überlegt, damit anzufangen. Don't do this. Ja, ganz ehrlich, dafür habe ich zu schlechte Reflexe. Es ist wieder eine Droge. Sie lässt sich nie mehr los. Ey, ich hab zwei Speedruns gesehen, da war ich schwer beeindruckt. Einmal von Dark Souls. Und das Spiel ist schon motherfucking schwer. War von Minecraft ein bisschen überrascht. Was? Minecraft Speedrun. Das war doch zum Ender Dragon, oder? Ende des Spiels. Also bis zum Tod von Ender Dragon. Ja. Davon war ich ziemlich schwer beeindruckt. Wie lange haben die dafür gebraucht? Eine Stunde oder so? Stunde? 12 Minuten? 12 Minuten? What the fuck? Ja? Müsste aber noch mal genau nachschauen. Ich weiß, bin mir Das. nicht mehr ganz sicher, ob es 12 Minuten Okay, wenn waren. die Folge vorbei ist, schauen wir uns das gemeinsam an. Das will ich jetzt wissen. Weiß nur, dass es den Rekord wirklich gibt. Aber, weißt du, was ich am genialsten fand? Was? Ein Speedrun von I Wanna Be the Boshi. Hat sich jemand angetan? Ey, der ist in diesem ganzen Speedrun vielleicht dreimal gestorben. Fuck? Was Das deine ist. Lebensaufgabe? Bruh, vergiss es! Ich kopiere noch 20 Mal mein Tutorial! Brauchst ein bisschen paar bessere Reflexe, oder? Nein, ich wollte also einfach nur mal lernen, die scheiß Maus aus dem Bildschirm zu nehmen, wenn das Tutorial anfängt. Oder das? Aber wir müssen auch bald mal wieder ein paar neue Bäume anpflanzen. Oder wir machen uns einfach so ein paar Baumfarmen für alle Bäume. Wäre natürlich eine ideale Lösung. Wie viele Bäume sind es momentan? Sechs, ne? Ja. Hä? Jo. Also, ich kann jetzt auf die vier. Magst du eigentlich auch später nochmal raufkommen und hier was bauen, oder? Was wie? Hä? Ja, ich auch. Super, ich bin gerade nicht mehr konzentriert. Ich habe mich gefragt, ob du später auch noch hier vorbeikommst, was bauen. Ja. Gut. Dann gebe ich dir die Aufgabe, später mal hier den Pferdestall zu bauen. Okay. Und Wasser? Aber so langsam wird hier schon was draus. Okay, Ja, da kann ich Stein. dir hier nur zustimmen. Von meiner Ansicht aus. Das ist auch ein geiler Soundtrack. Wenn du willst, kann ich dir nachher auch mal den Zugang zu der Playlist geben. Spotify oder was? Nur YouTube. Ist eine nicht gelistete Playlist. Ist halt von dem Streamer von Problems IRL. Ich habe mich mit dem mal ein bisschen auseinandergesetzt und er hat gesagt, Alter. LOL! Was war das? Das ist okay. Man sieht das bei mir in der Aufnahme. Hier war ein komischer blauer Balken neben mir. Auf welcher FOV hast du eingestellt? Moment, Option. Wo war das? Ah, normal. Okay, dann ist es ein Bug. Weil, Boah. wenn du jetzt die FOV mal höher machst und dich dann eine Chunk-Grenze stellst, siehst du auf einmal aus einem anderen Chunk was. Und der wird nicht gerendert, weil die FOV nicht dafür eingestellt ist.
Okay. Verstehst du? Wo kann man eine Chunkgrenze nochmal sehen? Also bei F3? Oder wurden die überhaupt angezeigt? Bei F3, bei Chunk, 0 und 0 ist das Minimalste und 15 und 15 ist das Höchste. Also ich spiele vorzugsweise auf Crack Pro. Also ich will jetzt auf der Chunkgrenze, das ist alles normal. Nein, da musst du wirklich ganz minimal, dass du vielleicht von 1 cm von deinem linken Bildschirmrand was, noch etwas siehst. Dann kann vermutlich passieren, dass du den anderen Chunk angezeigt bekommst. Okay, oder einfach leeres Bild. Krieg ich jetzt nicht hin, ist mir jetzt auch egal. Aber ich lasse jetzt mal mit Quake Pro bis am Ende der Aufnahme, Begriffe voll noch umzustellen. Bekommst du auch einen Krebs? Oh, es geht. Ach, endlich unten alles mit Wasser geflutet. Okay. Oh, die Folge ist auch schon vorbei. Oh, so schnell. Gut, ja. Ja, war. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.